Willkommen zum Einzelplan Nummer 9. Wir werden die Abstimmung zum Einzelplan Nummer 8 genauso machen wie alle anderen Einzelpläne vorher. Wir wollen jetzt noch einen Service bieten seitens des Präsidiums, da wir hier eine Liste haben, in der draufsteht, wie viel noch angemeldet worden ist. Das ist jetzt was für die parlamentarischen Geschäftsführer, damit sie möglicherweise ihr Organisationstalent noch einmal zeigen. Die CDU hat noch 20,4 Minuten, aber nur 18 angemeldet. Die SPD hat 15,15 Minuten, aber 20 angemeldet. Nein, es ist 17 angemeldet, Entschuldigung. 17 angemeldet. Die Grünen haben 22, 41 und 20 angemeldet. Die AfD hat 24, 35 und 21 angemeldet. Die Freien Demokraten haben 18,45 und haben 15 angemeldet. Und die Linken haben 14,30 und haben 15 angemeldet, sodass eine Tiefenentspannung bei den parlamentarischen Geschäftsführern eintreten kann, bis bei Ihnen. Sie müssen irgendwie schauen, wie Sie das interfraktionell noch hinbekommen. Das war die Serviceleistung für das vom Präsidium für Sie alle. Und nunmehr hat Herr Grumbach als Erster das Wort beim Thema 09. Ja, danke. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, zu den Zitaten, für die ein gewisser Konfuzius berühmt geworden ist, gehört, wenn die Worte nicht stimmen, misslingen die Taten. Ich habe lange geglaubt, das Zitat gelte auch andersrum, sprich, wenn die Worte stimmen, gelingen die Taten. Ich habe am Beispiel der Landesregierung gelernt, dass das nicht der Fall ist. Das ist relativ schlicht. Nehmen wir das zentrale Feld, über das wir seit Monaten reden, das in der deutschen Politik einen neuen Stellenwert gewonnen hat, nämlich die Bekämpfung der Klimakrise. Fridays for Future hat uns zu Recht gemahnt. Und die Landesregierung findet dafür in der Tat die richtigen Worte. Es ist wichtig, notwendig, schnell. Sie findet, hat 2017 auch das richtige Wort gefunden mit einem integrierten Klimaschutzplan. Nur das Problem ist, 140 isolierte Maßnahmen, die nicht gut miteinander verschränkt sind, sind kein integrierter Klimaschutzplan. Sie sind einfach nur 140 Maßnahmen, die ausgegossen. Da kann man Geld reinstecken, ohne Ende, immer neu. Aber zusammenwirken sie nicht, weil integriert hätte geheißen. Jede Maßnahme verstärkt die andere. Sie gehören zusammen. Sie führen unterschiedliche Fachbereiche zusammen. Sie führen unterschiedliche sozusagen Felder zusammen. Da ist noch etwas nachzuarbeiten. Und ich finde, an der Stelle ist der erste Punkt, wo die Landesregierung in der Schuld ist. Das Ergebnis haben wir in der Zeitung lesen können. Die Landesregierung verfehlt ihre Klimaziele. Und der Kollege Wagner hat gestern freundlich gesagt, wir zeigen ja nicht mit dem Finger auf andere. Ich weiß nicht so ganz genau, ob ich die Presseerklärung alle richtig gelesen habe, aber ich habe in allen Zeitungen gelesen, die Landesregierung verfehle ihre Klimaziele deswegen, weil der Bund nicht ordentlich sozusagen vorgearbeitet hat. Ja, mit Verlaub, das genau ist doch das Problem. Wer in seine Arbeitsplanung jemand anders, dessen Tätigkeit er nur sehr begrenzt beeinflussen, einplant und das einrechnet, der hat Glück, wenn es gut geht. Dann kann er sich für etwas loben, was er nicht gemacht hat. Nur wenn es schief geht, muss er bitte schön die Verantwortung für das eigene Nichtstun übernehmen und es nicht auf andere anschieben. Und nur weil das ja nie unser Streitpunkt ist, wir sind uns, glaube ich, einig, dass auch das, was der Bund macht, nicht ausreicht. Also nur, dass wir an der Stelle nicht in eine falsche Schlachtlage geraten. Das ist einfach so. Und Sie sind in der Koalition, die SPD ist in der Koalition, und manchmal ist es so in Koalitionen, dass man das, was man gerne hätte, nicht kriegt. Dafür habe ich auch Verständnis. Die Frage ist, ob man dazu steht, dass man es nicht kriegt, oder ob man sagt, na ja, andere hätten es machen können. Und sozusagen, wie es dann wirklich schief geht, merken Sie ganz schnell an der netten Variante CO2-neutrale Landesverwaltung. Da geht es um die Dienstreisen. Und da steht nicht etwa, man hat es ja freundlicherweise noch einmal die Ausführungen des Finanzministers mit dem kursorischen Lesungsprotokoll mitgeschickt, da steht nicht, wir bemühen uns um ein Dienstreisekonzept, das Flüge im Wesentlichen vermeidet und
Autofahrten auch, sondern es versucht, die Bahn als das noch immer beste Medium in den Mittelpunkt zu stecken, sondern da steht, wir werden 7,2 Millionen € bereitstellen für den Kauf von Zertifikaten zum Ausgleich von Treibhausgasemissionen. Das mit Verlaub ist die Ableckungsvariante. Und auch dort relativ klar, es geht nicht darum, jeden einzelnen Flug zu verteufeln. Jeder von uns wird in diesem Jahr aus irgendeinem nützlichen Grunde möglicherweise im Flugzeug sitzen. Aber es geht um das Grundprinzip, sozusagen von vornherein keinen Gehirnschmalz darauf zu verwenden, die Sachen richtig zu machen, sondern einfach nur einen finanziellen Ausgleich, weil man hat ja relativ viel Geld, für eine Sache zu finden, die man anders hätte regeln können. Das andere haben wir im Dezember nur ausführlich diskutiert. Das kann ich mit einem Satz abhandeln. Auch bei Wilke waren ja immer nur die anderen schuld. Da ist dann der Punkt, wie ist es im Haushalt? Und auch dort ist der Unterschied relativ deutlich. Die Landesregierung hat zusätzliches Geld für die Lebensmittelüberwachung bereitgestellt. Allerdings will sie damit Häuptlinge im Ministerium bezahlen. Die SPD-Fraktion hat einen Antrag gestellt, die Indianer vor Ort zu zahlen, die den ganzen Scheiß nämlich tagtäglich machen müssen und die hoch überlastet sind, weil der Personalbestand trotz allem noch immer nicht ausreicht, um die notwendigen Kontrollen zu machen. Und ich finde schon, wir brauchen mehr Indianer und weniger Häuptlinge und nicht andersrum. Und wer unsere Haushaltsanträge gelesen hat, der sieht, wir haben uns bis auf ein paar kleine Schnörkel konzentriert auf drei Felder. Das eine ist die Frage Lebensmittelüberwachung. Das zweite ist die Frage Wald, weil wir dort in der Tat seit Jahren in der Situation liegen, dass das Personal, das mit den Zuständen in der Wald derzeit ist, nicht mehr zurechtkommt, die hoch überlastet sind. Da würde ich immer zugestehen. Die Landesregierung hat gemerkt, dass ihre Abbauprogramme tiefer in die Krise führen und hat sie gestoppt. Aber wir werden an der Stelle eine ganze Menge mehr brauchen. Alles, was ich aus Forstkreisen weiß, ist, dass Geld dort für vieles nicht reichen wird. Wir haben uns fokussiert. Auch da kann man relativ präzise Zahlen nehmen, unter anderem auf die Frage Verkehrssicherung. Ja, die Landesregierung hat da zusätzlich eingestellt. Aber wer die Situation real sich anschaut und feststellt, dass nicht einmal die Förster so ganz einfach alleine in den Wald gehen, weil bestimmte Regionen für sie schon gefährlich sind, der weiß, dass wir dort völlig unter dem Problem liegen und dass wir an der Stelle nachbessern müssen. Und auch das ist ein Punkt, da kann die Landesregierung ein Stück mitziehen. Und weil ich meiner Kollegin nicht die Redezeit wegnehmen will, will ich auch sehr deutlich sagen, ich mache fast jetzt in kurz, weil das ist einer unserer Punkte, über die ganze Zeit reden. Wir reden über die Frage, wie Arbeit im Hessischen Landesdienst aussieht. Und wenn ich unsere Hochschuldebatten so kenne, dann reden wir dann auch immer darüber, dass wir gute Arbeitsverhältnisse in den Hochschulen kriegen. Und mit Verlaub gehen wir in den Wald. Wir brauchen gute Arbeitsverhältnisse im Wald und nicht Menschen, die an die Grenze ihrer Belastung gekommen sind. Und das wird langfristig ohne zusätzliches Personal nicht gehen. Und der letzte Punkt ist einer, wo wir eine alte Idee wieder aufgegriffen haben, weil wir glauben, dass sie nötig ist. Wir haben in der Anhörung über den Wald sehr ausführlich Wetterdienst und Hessische Landesanstalt gehört, die uns gesagt haben, wenn es sich nicht allzu sehr ändert, ist das Risiko, dass wir in Hessen Zonen kriegen, in denen der Niederschlag ausbleibt, also Dürregebiete, ein Risiko, das relativ hoch ist. Und eines dieser Gebiete fällt nach Übereinstimmung in den Bereich des Hessischen Rieds. Das ist wiederum aber das Hauptversorgungsgebiet an Trinkwasser für den ganzen Ballungsraum. So, wenn das so ist und wir in der Tat nicht wissen, wie es weitergeht, wir sind uns einig, wir haben jetzt schon mit den Niederschlägen nicht aufgeholt, was die letzten zwei Jahre sozusagen uns ein Problem geschaffen hat, dann muss man einen Weg finden, Wasser einzusparen. Unser erster Vorschlag ist, Wasser im gewerblichen Bereich einzusparen und das zu tun darüber, wie man es in einer guten Marktwirtschaft macht, indem man einen zusätzlichen Preis für dieses Wasser erhebt. Das sind die drei Schwerpunkte, die wir haben, und den Rest meiner Zeit dann für die Wissenschaft. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Als nächstes Frau Kollegin Arnold, und ich kann die Zeit hier überbrücken. Kollege Grumbach hat so viele Jahre bei der Wissenschaft gelitten, dass er jetzt weiß, man muss noch mal ein paar Minuten abgeben können. Frau Kollegin Arnold, Sie haben das Wort. Vielen Dank, sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich will ganz zu Beginn und ganz bewusst
verehrte Kolleginnen und Kollegen, an einen wichtigen Punkt erinnern. Seit diesem Jahr gilt für das Land Hessen das Verbot einer strukturellen Neuverschuldung. Und diese Rahmenbedingungen für die Aufstellung des Haushaltsplans haben uns die Bürgerinnen und Bürger mit großer Mehrheit und auch aus guten Gründen in die Verfassung geschrieben. Denn bei unserer Politik darf es nicht nur um das Hier und Jetzt, um das Heute gehen, sondern es muss auch um das Morgen gehen. Es ist eine Entscheidung gewesen, die uns zu einer generationengerechten Finanzpolitik verpflichtet. Und betrachten wir die Entwicklung in den vergangenen Monaten, wird jedoch klar, dass die nächsten Generationen nicht nur Wert legen auf den Kontostand, sondern vor allem auch auf den Zustand unserer Umwelt. Klar, niemand erbt gerne Schulden. Gleiches müssen wir aber ebenso aus umweltpolitischer Sicht tun und unsere Lebensräume, unsere Kulturlandschaften und letztlich auch unsere Wirtschaftsgrundlagen sichern und diese Schöpfung für die nächsten Generationen bewahren. Und dieses umweltpolitische Ziel steht im Übrigen auch nicht im Widerspruch zu unserer Finanzpolitik. Denn jetzt sind die Kosten hierfür noch wesentlich geringer als später. Und Umwelt- und Finanzpolitik sind bei uns vielmehr vereint, und zwar durch das Grundprinzip der Nachhaltigkeit. Und von der finanziellen Nachhaltigkeit zur Nachhaltigkeit im Wald. Nachhaltig ist Forstwirtschaft nämlich immer dann, wenn nicht mehr Holz geerntet wird, als jeweils wieder nachwächst. Und in den hessischen Wäldern gab es im vergangenen Jahr diese Art der Nachhaltigkeit nicht. Es konnte sie gar nicht geben, denn durch den zweiten Dürresommer infolge der geschwächte Baumbestand sich in vielen Gebieten nicht mehr ausreichend gegen den Borkenkäferbefall wehren konnte. Und zum Schutz vor einer weiteren Ausbreitung sahen sich unsere Mitarbeiter von Hessenforst und auch die kommunalen und auch die privaten Waldbesitzer vielfach zum Kahlschlag gezwungen. Mit einem Schlag oder vielmehr mit vielen Schnitten wurde der hessische Wald zum umweltpolitischen Sorgenkind. Und auf diese Entwicklung hat das Land bereits reagiert und einen 12-Punkte-Plan entwickelt. Mit seinen Kurz-, Mittel- und auch langfristig wirksamen Maßnahmen ist er geeignet, einen wesentlichen Beitrag zur akuten Schadensbewältigung ebenso wie zum Aufbau eines klimaangepassten Waldes in unserer Heimat zu leisten. So werden zur Unterstützung privater und auch kommunaler Waldbesitzer im Rahmen des Programms und als Kofinanzierung zu den Mitteln der Bundesregierung zusätzlich 20,4 Millionen € in den Jahren 2020 bis 2023 bereitgestellt. Und nach den 5 Millionen € als Soforthilfe im letzten Jahr stehen den Waldbesitzern somit mittelfristig insgesamt mehr als 50 Millionen € an Fördermitteln zur Verfügung. Die Einrichtung eines 2 Millionen € schweren Härtefallfonds, damit die Waldbesitzer ihrer Verkehrssicherungspflicht nachkommen können, oder die Unterstützung bei der Gründung von Holzvermarktungsorganisationen mit 4 Millionen € sind weitere Beispiele aus diesem Plan und belegen das Engagement des Landes. Zugleich wird das waldreichste Bundesland, das wir sind, ebenso seiner eigenen Rolle als größter Waldbesitzer gerecht. So erhält der Landesbetrieb Hessenforst in den nächsten Jahren insgesamt 120 Millionen €, um die Aufforstungsmaßnahmen auf den landeseigenen Flächen und auch die künftige Waldnutzung sicherzustellen. Denn für uns steht außer Frage, wir müssen, wir wollen und wir werden den hessischen Wald mit seinen vielfältigen Funktionen als Wirtschaftsfaktor, als Erholungsraum für die Menschen und als Lebensraum für Tiere und Pflanzen bewahren und zukunftssicher gestalten. Veränderungen des Klimas
betreffen allerdings nicht nur die Forst-, sondern ebenso auch die Landwirtschaft. Darüber hinaus sehen sich die Landwirte konfrontiert mit Veränderungen in der Gesellschaft bzw. mit veränderten Erwartungen in der Gesellschaft und nicht zuletzt auch viel zu häufig verändernden politischen Rahmenbedingungen. Den Wandel in der Landwirtschaft müssen wir jedoch alle mittragen, wenn nicht als Politiker, dann spätestens als Verbraucher. Denn ohne eine politische Unterstützung bei der Anpassung an eine klimagerechte, umwelt- und ressourcenschonende sowie tierwohlgerechte Arbeitsweise können unsere Landwirte uns schlichtweg nicht mehr mit Lebensmitteln versorgen, die zugleich gesund, sicher und bezahlbar sind. Daher ist es nur konsequent, wenn wir aus unseren eigenen Ansprüchen an die Landwirtschaft heraus unsere Unterstützungsmaßnahmen für die Berufsgruppe fortführen, intensivieren und weiterentwickeln. Allein für das Programm Vielfältige Ackerkulturen stellen wir im Haushalt 2020 10 Millionen € an Fördermitteln bereit, damit über 900 Betriebe in diesem Jahr auf 85.000 Hektar vielfältige Kulturen anbauen können. Die Transformation hin zu einer modernen Landwirtschaft wird überdies auch weiterhin durch unsere Förderprogramme für Agrarinvestitionen unterstützt. 13 Millionen € stehen bereit für tierwohlgerechte Ställe, für erhöhte Lagerkapazitäten oder Modernisierungsmaßnahmen auf den Gebieten der Düngung und des Pflanzenschutzes. Unser Förderangebot ist breit aufgestellt, ist zukunftsorientiert und dennoch zugleich frei von Diskriminierung. Konventionelle und ökologische Landwirtschaft sind für uns keine Gegenspieler. Für die Zukunft, für eine moderne Landwirtschaft brauchen wir vielmehr das Beste aus beiden Systemen. Sorgenfalten bereiten mir bei der Ausgestaltung des Weges zur Erreichung unserer umweltpolitischen Ziele, wie ich sie hier vorgestellt habe, weniger diejenigen, welche den menschengemachten Klimawandel leugnen. Nein, Sorgen bereiten mir vielmehr, dass in den öffentlichen Debatten rund um die Umweltthemen allzu oft diejenigen Menschen kaum beachtet werden, die auf dem Land leben. Wenn mehr Windräder gefordert werden, dann werden sie auf dem Land gebaut, nicht in der Stadt. Wenn der Individualverkehr mit dem Pkw als Problem betrachtet wird, dann darf man unsere Dörfer nicht vergessen, in denen die Familien für ihren Alltag ein, wenn nicht sogar zwei Fahrzeuge nun einmal benötigen. Und angesichts der räumlichen Situation in den Großstädten können wir auch froh sein, dass mehr als die Hälfte der hessischen Bevölkerung im ländlichen Raum lebt. Aber nur von guter Luft, von einer schönen Aussicht und den Äpfeln aus dem eigenen Garten können die Menschen dort nicht leben. Das Ziel muss es sein, unsere ländlichen Gebiete als Wohn-, als Wirtschafts- und auch als Erholungsraum langfristig zu erhalten. Das heißt, ihre Attraktivität zu steigern und sie zukunftssicher weiterzuentwickeln mit der Infrastruktur und den Rahmenbedingungen, die vor Ort benötigt werden. Ein wichtiger Baustein hierfür ist die Erarbeitung eines Aktionsplans für den ländlichen Raum auf der Grundlage des bereits gestarteten Programms Land hat Zukunft, Heimat Hessen. Mit vielfältigen Angeboten und Fördermaßnahmen positioniert sich das Land als Partner der über 2.000 Dörfer und über 300 kleineren Städte und Gemeinden in Hessen. Vor Ort und somit ganz individuell kann dann entschieden werden, mit welcher Fördermaßnahme und an welcher Stelle die Lebensqualität effizient gesteigert werden kann. Wir erhöhen hierfür das Bewilligungsvolumen für die Dorf- und Regionalentwicklung um 3 Millionen € auf nun 46 Millionen € im Jahr 2020 und sichern so die Kofinanzierung der Bundesmittel. Meine Damen und Herren, unsere Haushaltsdebatte findet in einer Zeit statt, in der sich immer wieder neue Gräben in der Gesellschaft auftun. Besonders wenn es um Themen geht,
die unsere Natur betreffen. Und nicht umsonst hat sich die Landesregierung im Koalitionsvertrag das Ziel gesetzt, die Gesellschaft zusammenzuhalten. Denn, das sehen wir immer häufiger, es ist so notwendig. Der Einzelplan 09 steht mit seinen populären Themen vor der besonderen Herausforderung, Mensch und Natur gleichermaßen zu berücksichtigen und Interessen auszutarieren. Dieser Herausforderung stellen wir uns auch im kommenden Jahr. Wir sind der festen Überzeugung, wir sind hervorragend aufgestellt. Herzlichen Dank. Vielen herzlichen Dank. Als nächstes geteilt bei der AfD. Zunächst der Kollege Gagel. Er ist schon on the road again. Herr Präsident, sehr verehrte Kollegen! Ich glaube, bei dem Thema Klima haben wir einen neuen Tiefpunkt hier in der Debatte des Hessischen Landtags eben gerade erlebt mit Herrn Grumbach, der doch tatsächlich hier von Wüstengebieten spekulierte, dass hier neue Dürregebiete in Hessen irgendwann entstehen werden. Und ich stelle mir das schon so vor, im Hessischen Ried haben wir dann Sandwüsten, und das Teufelsgespenst der Klimakatastrophe wird plastisch von der AfD an die Wand gemalt. Es ist grausam, was Sie hier eben gerade abgeliefert haben, Herr Grumbach. Ich habe letztens eine wunderschöne Schlagzeile in der Presse gelesen, ich weiß nicht mehr wo. Da hieß es doch tatsächlich, die Menschheit hat die Kontrolle über den Klimawandel verloren. Und da frage ich mich, das Nächste, was Sie wahrscheinlich planen von der Koalition, getriggert von den GRÜNEN, ist wahrscheinlich ein Klimakontrollministerium, in dem das Klima kontrolliert werden soll. Es geht nicht mehr schlimmer. Meine Damen und Herren, es geht nicht mehr schlimmer. Ihr Nichtwissen über Wetter, Meteorologie und Klima, was ich hier sehe in diesem Haus, das ist größer gar nicht einzuschätzen. Sie haben alle keine Ahnung davon, und ich muss es Ihnen einfach mal wieder ins Buch schreiben. Alle wollen darüber reden, über Klima, und keiner hat Ahnung. Ich bringe es jetzt mal auf eine einfache Formel, meine Damen und Herren. Klima kann man nicht schützen, CO2 kann man global nicht reduzieren. Angesichts von erdgeschichtlich immer wieder auftretenden Klimaveränderungen, die in der Magnitude von 10 Grad historisch global abgelaufen sind, gibt es keinen Grund, bei einem Anstieg von 1 oder 2 Grad in irgendeinen Panikmodus zu schalten. Und fleißig erarbeitetes Steuergeld unserer Bürger für nutzlosen Klimaschutz herauszuwerfen. Betrachten wir die letzten 500.000 Jahre unseres Klimas, und 500.000 Jahre ist ja mal ein repräsentativer Zeitraum, dann leben wir derzeit in einer wohlbringenden Warmzeit, und das ist gut so. Diese Warmzeit beendete die letzte Eiszeit mit einem beachtlichen Temperaturanstieg, liebe Grüne, hören Sie genau zu, von 10 Grad global, ohne jeden Einfluss von CO2 oder gar menschengemachten CO2. Denn menschliche Infrastrukturen existierten vor 15.000 bis 10.000 Jahren noch gar nicht. Hätten es die GRÜNEN in der Steinzeit also schon gegeben, dann hätten sie sich einen anderen Grund für diesen dramatischen Klimawandel ausdenken müssen. 10 Grad. Wir reden nicht über 1 oder 2 oder 4 Grad. Sämtliche Gletscher schmolzen, die sich von Schottland über Doggerland, Norddeutschland und Skandinavien ausgebreitet hatten. Die Permafrostgrenze verlief etwa auf dem 45. bis 50. Breitengrad, und die Meereisgrenze im Sommer begann bei Irland. Die Erwärmung in die heutige Warmzeit brachte vor ca. 8.000 Jahren und nochmals im Klimaoptimum zur Römerzeit höhere Temperaturen, als wir sie heute trotz massiver CO2-Emissionen messen. Das sei Ihnen einmal ins Buch geschrieben. Das sollten Sie wissen. Die sogenannte Hockeystick-Kurve, und das kennen Sie ja, Sie haben das ja fleißig studiert, Klimatologie, da wissen Sie ja ganz genau Bescheid, die jahrzehntelang von den Jüngern der bevorstehenden Klimakatastrophe besungen wurde, wurde jüngst vor einem Gericht in Kanada als Datenlüge durch Datenmanipulation entlarvt. Meine Damen und Herren, uns sollte also zu denken geben, nämlich die Antwort auf die Frage, ob es den Klimaschutzprotagonisten und der Politik eigentlich noch um Umweltschutz und Klimabelange geht.
Ohne Zweifel nein, denn die Antwort ist eindeutig. Ottmar Edenhöfer, Chefökonom am Potsdamer Institut für Klimaforschung, hat mit bemerkenswerter Offenheit in der Neuen Zürcher Zeitung vom 14.11.2010, also schon fast 10 Jahre her, öffentlich bekundet, Zitat, die Klimapolitik hat nichts mehr mit Umweltschutz zu tun. Da geht es um harte Wirtschaftspolitik. Klar gesagt, wir verteilen durch die Klimapolitik de facto Weltvermögen um. Zitat Ende. In diesem Zusammenhang spricht er auch von industrieller Transformation, Dekarbonisierung der Wirtschaft sowie generell vom gesellschaftlichen Umbau. Meine Damen und Herren, CO2 spielte bei der fortlaufenden Veränderung unseres Erdklimas niemals eine wesentliche Rolle. Es spielt aktuell keine Rolle, kaum eine Rolle, und es wird, wenn wir von einer Verdopplung selbst auf 0,08% Anteil des CO2 in der Atmosphäre ausgehen, auch weiter keine wesentliche Rolle spielen. Es dient lediglich der Legitimation Ihrer politischen Ziele, nichts anderes. Und darüber müssen wir uns heute hier klar werden. Mit dem Schutz der Umwelt, mit dem Schutz der Umwelt oder unseres Lebens hat das rein gar nichts zu tun. Und wenn es etwas damit zu tun hätte, meine Damen und Herren, weder beim CO2-Anstieg noch beim Klima haben wir einen wirklichen Einfluss. Es ist doch ganz klar absehbar, und das hat selbst Herr Grumbach ja schon erkannt, sämtliche Ziele wurden verfehlt, sämtliche Ziele werden verfehlt, und sämtliche Maßnahmen, so weit ist Herr Grumbach noch nicht, aber ein bisschen muss er noch denken, sämtliche Maßnahmen sind daher nutzlos. Als Beispiel noch eine Zahl, Herr Grumbach, zu den Größenordnungen. Das können sogar Sie rechnen. Sämtliche CO2-Einsparungen Deutschlands, bis 2038, und das sind in der Summe 565 Millionen Tonnen CO2. Hören Sie genau zu. Ja, ja. Also den durch Klimaschutzmaßnahmen eingesparten CO2, wir reden über ganz Deutschland, entspricht der heutigen CO2-Emission Chinas von ungefähr 18 Tagen. Das ist weniger als ein Tropfen auf dem heißen Stein. Und dies sollen wir uns in Deutschland und auch in Hessen hier mit Millionen und Milliarden erkaufen und unseren Wohlstand aufs Spiel setzen. Die ehemalige Volkspartei CDU ist auf diese grün-ideologische Linie eingeschwenkt, wie das Herr Boddenberg ja gestern überzeugend dargelegt hat. Meine Damen und Herren, mit der AfD wird es diese unsinnige Politik nicht geben. Daher beantragen wir die Streichung der Mittel im Bereich Klimaschutz und der Förderprogramme, die sich auf Klimaschutz beziehen. Ebenso beantragen wir auch die Streichung der Zuwendungen an Nichtregierungsorganisationen, die mit staatlichem Geld in einer Art Gleichschaltung auf Staatslinie gebracht werden sollen. Verbände und NGOs können nur dann unabhängig sein, meine Damen und Herren, wenn sie es auch wirklich finanziell sind. Das wissen Sie genau, Herr Schalauske. Und Staatsgeld ist da sicher kein Mittel, die Unabhängigkeit zu erhalten. Näheres zu unseren Anträgen können Sie den Drucksachen 1928 bis 1931 entnehmen. Vielen Dank. Für einen weiteren Beitrag von der AfD erteile ich Herrn Schenk das Wort. Danke, Herr Präsident. Verehrte Besucher auf der Tribüne, werte Kollegen und auch die Besucher im Livestream. Was wir hier gehört haben, sind 2 Tage, Politik wird mit Geld gemacht. Abwesenheit von und Mangel von Geld verändert die Verhältnisse. Schmerzlich erfährt dies die deutsche Landwirtschaft. Bauern sind keine Berufsdemonstranten, meine Damen und Herren. Sie stehen mit dem Rücken zur Wand. Die Zwangsregulierungen, unerträglich. Ihre geheuchelte Wertschätzung der familiengeführten bäuerlichen Landwirtschaft hier im Parlament, im Bundestag, wird entlarvt durch die Proteste der Bauern überall im Land. Es ist ein Notruf. Werte Damen und Herren, GAP, Freihandel, Mercosur, Ihre Politik
hat inzwischen 90% der Betriebe zur Aufgabe gezwungen. Das stimmt. Das stimmt. Wachsen und weichen, ruinöser Preiswettbewerb, hohe soziale Lasten und ausufernde Bürokratie bedroht Betriebe und Familien. 46 D-Mark, meine Damen und Herren, 46 D-Mark bekam der Bauer für einen Doppelzentner Weizen zu D-Mark-Zeiten. Der Diesel kostete 1,10 Mark. Die Erfahrung vieler, das D-Mark-Schild wurde lediglich durch das Eurozeichen ersetzt. So wurde Inflation sichtbar. Heute bekommt der gleiche Bauer für einen Doppelzentner Weizen gerade noch einmal 16 Euro oder weniger. Das heißt, es ist ein Drittel. So sieht es aus. Landwirtschaft ist kein Industriebetrieb. Trotzdem wird sie mit Bürokratie, mit überbordender Bürokratie und Dokumentationspflichten überzogen. Kleines Beispiel: Buchhaltung, Vorbereitung der Steuererklärung, Agrardiesel, Antrag beim Zollamt Löbau in Dresden, detaillierte Dokumentation für jede Parzelle. Und ein mittlerer Betrieb hat zwischen 80 und 120 Parzellen. Da muss der Aussaattermin, die Sorte, die Düngung, der Pflanzenschutz dokumentiert werden. Formular Agrarstatistik Land Hessen, Düngebedarfsermittlung, Erstellung der Düngebilanz, Stoffstrombilanz, Antrag Hagelversicherung. Alle Böden werden alle 6 Jahre analysiert. Nachbauerklärung für Saatgut, Treuhandverwaltung zur Berechnung der Nachbaugebühr für selbst aufbereitende Betriebe von Saatgut. Überprüfung der Gültigkeit, eventuell Zukauf oder Verkauf von Zahlungsansprüchen. Milchviehbetriebe unterliegen einem Extra-Qualitätsprogramm der Molkereien. Für Fleischerzeuger gelten zusätzliche Auflagen. Die Schilderung des Aufwands zu den Ohrmagen, zur Hitdatei, der Weiterhaltung, der Anbindung, die erspare ich mir hier, denn es ist auch noch einmal ein langer Vortrag. Man kann es aber googeln. Tun Sie das mal. Vorgaben, Checkliste, Cross-Compliance. Die Prüfung umfasst alles das, was ich schon gesagt habe, plus TÜV-Überprüfung der Pflanzenschutzspritze, Plakette, Prüfbericht, Art der Düsen, Lagerung von Pflanzenschutzmitteln, Schutzbekleidung, Sachkundenachweis, Weiterbildung, Bodenproben wegen der Einhaltung der Abstände zu Gewässern. Herr Schenk, ich weise auf die Redezeit hin. Danke. Ein weiteres Team, Extra-Team, überprüft die Flächenangaben. Biogasanlagen kämpfen aktuell mit 368 Vorschriften. Die elektronische bürokratische Folter heißt Helena, der Förderantrag für Ausgleichszahlungen bei der WIBank. Was ich jetzt ganz vergessen habe, das ist die Arbeit in Stall und Feldern. Ja. Die verschärfte Düngenverordnung ist weltweit welt- und praxisfern. Sie ist eine ideologiegesteuerte Zwangsextensivierung. Zusammen mit Insektenschutzauflagen wird dies zum Ruin für zahlreiche Betriebe führen. Das deutsche Nitratsnetzwerk bedarf dringend der Korrektur. Schauen Sie einmal im Internet nach, da gibt es eine prima Dokumentation dazu. Zum Schluss. Die Bauern stehen am Pranger, die Kinder werden in der Schule gemobbt. Die Oma darf man inzwischen als Umweltsau bezeichnen. Betonen will ich, die AfD unterstützt die Forderungen der Bauern. Wir unterstützen auch nachträglich die Forderung von Schaf- und Weidetierhaltern zum Thema Wolf. Und die Frau Ministerin Hinz hatte ja, was die Wolfsromantik anlangt, keine Lösung bieten können, als hier die Schafhalter sozusagen demonstriert haben. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Für BÜNDNIS 90 die GRÜNEN erteile ich Frau Feldmeier das Wort. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich versuche jetzt mal wieder zum eigentlichen Thema zurückzukommen. Wir sind jetzt beim Einzelplan 09. Nach dem Exkurs in die Steinzeit und der D-Mark-Nostalgie, die wir gerade gehört haben von der AfD, und ich fände es eigentlich ganz gut, wenn immer mehr die Öffentlichkeit auch mitbekommen würde, dass die AfD hier überhaupt nicht arbeitet. Sie haben sich noch nicht einmal die Mühe gemacht, den Einzelplan anzuschauen. Das hat man ganz deutlich bei Ihren Reden gehört. So, das war es aber dann auch in Richtung AfD. Ich glaube, das reicht, und ich möchte mich jetzt mit dem eigentlichen Thema beschäftigen. Meine Damen und Herren,
wir alle wissen, nicht erst seit dem letzten Dürresommer, dass der Schutz unseres Klimas und der Schutz der Artenvielfalt eine der zentralen ökologischen Aufgaben sind. Und das wird auch die zentrale ökologische Aufgabe des gerade angebrochenen Jahrzehnts sein. Das ist wichtig, und deshalb bin ich froh, dass wir hier in Hessen mit dem Einzelplan 09, aber auch mit Maßnahmen in allen anderen Einzelplänen mit 900 Millionen Euro für den Klimaschutz die richtigen Weichen gestellt haben. Und das sind natürlich Maßnahmen auch über alle Einzelpläne. Klimaschutz ist eine Querschnittsaufgabe, und es gehört nicht nur ins Umweltressort. Alle müssen da an einem Strang ziehen. Und deswegen bin ich auch froh, dass wir den integrierten Klimaschutzplan 2025 haben. Und er heißt integriert, weil es auch um Klimaanpassungsmaßnahmen geht. Das ist wichtig. Und Ziel dieses Planes ist es, die prioritären Maßnahmen zu identifizieren. Das ist das, was am meisten bringt im Hinblick auf die Reduktion der Treibhausgasemissionen. Und das ist in einem groß angelegten, breiten Prozess mit allen Beteiligten diskutiert worden. Die Bevölkerung ist an diesem Plan beteiligt worden. Jeder konnte daran teilnehmen. Und deswegen ist es ein guter Plan. Die Hälfte aller 140 Maßnahmen sind bereits umgesetzt oder sind in der Umsetzung. Das ist gut so, und dafür ist genügend Geld bereitgestellt. Wir arbeiten weiter natürlich an diesem Plan. Ein weiterer Baustein bei dem Thema Klimaschutz ist natürlich die CO2-neutrale Landesregierung. Und da ist schon die Hälfte des Weges geschafft. 235 Tonnen Treibhausgase sind bereits reduziert worden seit 2008. Die erste Hälfte ist also geschafft. Das ist ein guter Plan. Da geht es natürlich um die landeseigenen Liegenschaften. Bei Neubauten gibt es Energiestandards. Bei der energetischen Sanierung gibt es Standards. Das wird Schritt für Schritt umgesetzt. Dazu kommt jetzt noch das Landesticket für die Bediensteten. Das alles sind wirksame Maßnahmen. Das hilft wirklich bei dem, was wir hier in Hessen tun können. Denn wir können in Hessen nicht einfach alles beeinflussen. Wir haben Rahmenbedingungen. Wir können ungefähr 20% der Treibhausgase selbst beeinflussen. Und an den Stellschrauben, da arbeiten wir. Und dazu gehört der integrierte Klimaschutzplan, dazu gehört die CO2-neutrale Landesregierung. Dazu gehören aber auch Dinge wie die Vereinbarung mit der Nassauischen Heimstätte, mit unserer landeseigenen Wohnungsbaugesellschaft, sage ich jetzt mal so. Da haben wir eine Vereinbarung, dass diese Wohnungsbaugesellschaft bis 2050 klimaneutral wird. Dafür steht Geld bereit. Dafür können ungefähr 1,8 Millionen Tonnen CO2 vermieden werden. Das ist wirklich auch ein weiterer wichtiger Baustein, weil das bringt enorm viel. Und in Hessen wissen wir, dass ein Großteil der Treibhausgasemissionen im Verkehrsbereich zu finden sind. Deswegen ist es wichtig, dass wir die Flatrate-Tickets auf den Weg gebracht haben. Wir haben also nicht nur das Landesticket, sondern wir haben auch das Schülerinnen-Ticket. Das Seniorinnen-Ticket ist jetzt an dem Start. Das sind wirklich wichtige Dinge, die wir geschaffen haben, damit die Menschen eben vom Auto umsteigen auf den ÖPNV. Dazu gehört natürlich auch die Attraktivierung des öffentlichen Personennahverkehrs, der Ausbau, die Regionaltangente West. Diese ganzen Programme gehören dazu. Auch im Verkehrsbereich haben wir einen guten Plan, wie wir Klimaschutz begegnen können. Und natürlich müssen wir auf allen Ebenen dafür sorgen, dass wir viel tun für Klimaschutz. Das ist die EU, da gibt es die Rahmenbedingungen. Dann haben wir die Bundesregierung, da würden wir uns bessere Rahmenbedingungen wünschen. Das ist kein Geheimnis. Und ich bin froh, dass wir aus dem Klimapaketchen der Bundesregierung mithilfe der GRÜNEN in den Bundesländern ein Klimapaket machen konnten, das zumindest in die richtige Richtung geht. Dazu gehört das, was wir im Land Hessen tun können für Klimaschutz. Aber dazu gehört natürlich auch die Unterstützung der Kommunen hier in Hessen, der Klimakommunen. Die Hälfte aller Kommunen und Landkreise macht mit, ist Klimakommune. Und dazu gehört natürlich auch, dass wir die Klimakommunen, dass wir die Landkreise, die beim Thema Klimaschutz mitmachen wollen,
natürlich auch müssen, mitmachen wollen, mit Geld unterstützen, mit einer Klimarichtlinie unterstützen. Diese Klimarichtlinie ist jetzt noch einmal weiterentwickelt worden. Das sind gute Punkte, die da unterstützt werden. Investitionen in Klimaschutz werden unterstützt. Klimaanpassungsmaßnahmen werden unterstützt, aber natürlich auch Programme, die wichtig sind, wie Sensibilisierung, Weiterbildung, Öffentlichkeitsaktivierung. Das sind alles die Dinge, die unterstützt werden mit bis zu 95% Fördermitteln. Also wirklich, das ist ein gutes Programm für die Kommunen hier in Hessen. Und die gegründete Landesenergieagentur, die leistet Unterstützung. Die Kommunen können sich direkt hier Hilfe holen. Sie können sich direkt hier Hilfe holen, welche Förderprogramme passen. Sie können sich da Förderprogramme stricken lassen. Da gibt es wirklich ein umfassendes Programm für die Kommunen. Und das haben wir auch hier in Hessen geschaffen. Natürlich geht es auch, wie ich schon sagte, um das Thema Artensterben. Das gehört zusammen. Klimaschutz und Artenvielfalt, das sind beides Dinge, die gefährdet sind. Und deswegen sagen wir auch hier in Hessen, wir haben eine Biodiversitätsstrategie. Wir kümmern uns darum, dass der Wald sich nachhaltig entwickelt, eine ökologische Waldbewirtschaftung. Wir haben in der letzten Wahlperiode dafür gesorgt, dass der Staatswald FSC zertifiziert wird. Wir haben dafür gesorgt, dass wir im Wald Kernflächen ausgewiesen haben für den Naturschutz. Und wir stellen insgesamt 200 Millionen Euro für den Wald in dieser Wahlperiode zur Verfügung. Denn der Wald leidet unter dem Klimawandel bereits. Die Waldbesitzer leiden darunter wirtschaftlich. Die Artenvielfalt leidet. Und deswegen sind diese 200 Millionen Euro gut angelegtes Geld. "25/25", das ist bei uns das Motto beim Thema Landwirtschaft. Wir wollen 25% der Fläche in Hessen, dass sie ökologisch bewirtschaftet wird, bis 2025 schaffen. Das wird gefördert, das wird unterstützt. Es ist so viel Geld da, dass weitere Landwirtinnen und Landwirte umsteigen können. Das ist finanziell unterminiert, dieses Programm. Und deswegen bin ich auch froh, dass wir im Bereich der Landwirtschaft für Artenvielfalt sorgen. Dazu gehören natürlich nicht nur die Ökobauern. Die haben wir auch gerne. Wir haben aber auch alle Bauern gerne. Und deswegen sage ich gerade auch in dem Programm, haben wir ein Agrarumweltmaßnahmenprogramm, das Halmprogramm. Da gibt es gute Angebote für alle Landwirtinnen und alle Landwirte. Das ist zum Beispiel das Programm Vielfältige Ackerkulturen. Das ist auch ein guter Einstieg, sage ich jetzt mal, wenn man umsteigen will zum Ökolandbau. Aber es ist ein Programm, das wirklich sehr, sehr viel bringt für den Artenschutz, für den Naturschutz hier in Hessen. Erwähnen will ich noch das 100 wilde Bäche-Programm, das gerade gestartet worden ist. Es ist sehr erfolgreich. Es haben sich sehr, sehr viele Kommunen bereit erklärt, da mitzumachen. Das ist wichtig, denn auch das Thema Gewässer gehört zum Thema Artenvielfalt. Ich will aber auch kommen auf das Thema Verbraucherschutz, was Herr Krumbach angesprochen hat. Beim Verbraucherschutz haben wir, Sie haben es wahrscheinlich gesehen, vorgesehen, dass es weitere Stellen gibt für die Taskforce Lebensmittelsicherheit. Und das ist nämlich genau die richtige Stelle, wo wir noch einmal nachbessern wollen jetzt hier. Das ist jetzt nicht im Einzelplan 09, sondern ist im anderen Einzelplan des Innenministers für die Taskforce Lebensmittelsicherheit. Ich denke, dass der Ansatz zu sagen, wir machen jetzt pauschal mal Zuschüsse für die Oberbürgermeister und Landkreise beim Thema Lebensüberwachung, ist nicht zielführend, weil wir wissen, dass sie nicht unbedingt das Geld speziell für Lebensmittelkontrolleurinnen und Kontrolleure ausgeben müssen. Deswegen sagen wir, nein, das Geld ist besser eingesetzt beim Thema Taskforce Lebensmittelüberwachung. Die leisten wirklich umfassende Unterstützung für die Landkreise und Kommunen. Von daher denke ich, dass es sinnvoller ist, wie wir das Thema angehen, meine Damen und Herren. So, das war ein kurzer Abriss für ein sehr, sehr wichtiges Thema, weil Ökologie und Klimaschutz, da geht es um unsere Lebensgrundlagen. Das ist uns etwas wert, 900 Millionen Euro. Und ich denke, da sind die Weichen gut gestellt hier in Hessen. Vielen Dank, meine Damen und Herren.